Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Bleib genau da, du kleines Miststück! Nö! Nein, 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 nein! Versuch nicht, deinem Teil der Schuld zu entkommen! Da führt kein Weg raus, Fräulein! Ich hab keine Schuld. Ich hatte bloß einen Babysitter-Job. Ich hatte bloß einen Babysitter-Job. Wo denkst du, dass du hingehst? Ethan, bitte! Bitte, Ethan, nein! Toll! Schön. Super. Was haben Sie dir angetan, Mia? Ganz viel Spaß. Das sind alles ganz normale Menschen hier. Schießpulver. Ein Buch und ein blauer Hundekopf. Es ist gut, dass ich mich gut umsehe. Aber ich werde garantiert irgendwas übersehen. 2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mich von Lucas helfen. 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Huch, nein. Ich wollte das eigentlich wieder schließen. Okay, da ist nichts drin. Da scheint sonst auch nichts zu sein. Hier ist ein Mixer. Okay, hier liegt noch was. Margaret, bring den Hippie-Mistkerl, den gefangen haben, vor der Halle zum Verarbeitungsbereich. Noch eine Mütze. Noch so ein komischer Kollege. Hier sind komische Statuen, so Mannequins. Das ist noch eine Knarre. Ach was. Und ein Billardkö. Hier sind doch Kö, oder? Mit dieser Tür. Die geht auf. Nice. Ich muss irgendwie an diese Waffe rankommen. Da hinten irgendwas. Okay, dafür haben wir nichts. Was macht die denn da? Will ich das wissen? Weiß ich nicht, ob ich das wissen will. Okay, wie kommen wir in dieses Zimmer mit der Waffe? Ja, natürlich ist da eine Flinte in den Raum. Ich hatte gedacht, vielleicht könnte man die Scheibe kaputt machen. Aber nein.
Ah, okay. Das heißt, wir sind gerade über dem Wohnzimmer. Nein, theoretisch. Von wer weiß was. Ja, allerdings, das trifft's ganz gut. Was auch immer das ist. Ja, geil, eine Münze im Klo. Cool. Richtig, Alter. Wow, da fühle ich mich ja richtig. Oh mein Gott! Höllische Sachen, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Holy shit! Okay. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Höllische Sachen, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Bleib da ruhig drin. Bleib tot. Alter. Den Schlüssel dabei? Kann ich schnell speichern mit der 5? Nee. Oh Gott! Lauf, Junge. Lauf, lauf, lauf. Ich hab keine Ahnung. Wohin? Wie ist denn die Oma da jetzt reingekommen? Jetzt mit dem Alten.
Oh. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Alles cool. Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, 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 weißt du was? Ich darf die nicht nehmen. Weißt du, ich bleib einfach da. Weißt du, ich gehe einfach. Heilige Scheiße, ist der schnell. Ach, weißt du was? Nein. Oh Gott. Ja, nein. Au. Was mache ich denn jetzt mit dir? Was mache ich denn jetzt mit dem? Oh. Ja, aber wohin? Wofür ist diese Holzstatue? Also... Die ist doch ein Schlüssel. Aber... warte mal. Warte, 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 warte. Ich glaube, ich weiß wofür. Höllische Sachen nicht. Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Eine Gabe gegeben. Und diese Gabe, wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Schön, mach doch einfach, was du willst. Heißt das, du gehst jetzt? Oh. Doch. Oh, doch. Guck mal. Easy. Jetzt können wir abhauen. Wer baut diesen Mist? Ja, gute Frage. Wir gehen aber. Kann ich mich mit X hier auch umdrehen? Nein. Hallo? Jemand da? Nein? Jagdzimmer oder was? Ja, wenn du halt nicht weißt, was du mit deinem Geld machen sollst und du den Haus baust, bau den Jagdzimmer, gar kein Thema. Auch wenn du gar nicht jagen gehst. Gott,
Willen. Flüssige Chemikalie ist bestimmt immer gut. Die Truhe geht nicht auf. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Finden Sie Objekte mit dem Psychotonikum? Hä? Was heißt denn bitte Objekte damit finden? Dass kurzfristig die Sinneschärfe durch die Objekte einfacher aufspüren können. Ach so. Okay. Was im Klo? Nein. Hab ich jetzt eigentlich zwei Münzen im Inventar? Fuck, ich hab die Münze vergessen. Hallo. Dietrich haben wir leider keinen. Hä? Hallo? Vacationing husband and wife. The husband was a success. He's the 12th. Unfortunately, the wife was no good, so we'll just get rid of... Ach so, leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juni, drei College-Studenten, sie sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August, obdachloser Mann, in drei Tagen gewandelt, 1.13. Ich hoffe mal, dass hier keine Kinder wohnen. Hoffe ich wirklich. Ey, eine antike Münze habe ich jetzt. Ja, okay, die werden gestickt. Das ist sehr angenehm. Ich wünschte, ich hätte es nicht aufgemacht. Was ist das denn? Was bist du denn? Bist du eklig? Oh je, jetzt habe ich ihn sauber gemacht. Und ich düse im Sauseschritt. Bring den Ethan mit. Wo zur Hölle bin ich hier? Wie groß ist dieses gottverdammte Haus? Mit dem sich Kugeln füllen lassen. Ah, mit flüssiger Chemikalien, um Pistolenmunition herzustellen. Ach was. Wie crazy ist das denn? Okay, das ist interessant. Liebe Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den, er ist der Schlüssel hier raus. Zerlegungsraum im Keller. Okay. Ich würde gerne noch mal den einen oder anderen Dietrich finden, eigentlich. Oh, was hat denn jetzt mit diesen komischen Viechern auf sich? Also... Ey, da käme ich mit Resident Evil ja nicht aus, ne? Also, so storytechnisch. Lore-technisch. Ist mir selbst ja nur der T-Virus bekannt. Und gespielt selbst habe ich nur 5 von 6 und 4. Ah!
Ja, leck mich doch ab, Zück, Kelly! Ich glaub nicht, dass der mir besonders freundlich gesinnt ist.